Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Meine Damen und Herren, heute vor 3 Wochen hat, glaube ich, niemand von uns geglaubt, welche Schlagzeilen wir heute auf sofigertabla.ch lesen. Ich picke 2 raus. Aargau bereitet sich auf die Ankunft von Hunderten von Flüchtlingen vor. Und an der Tankstelle kostet der Liter Diesel bereits teilweise über 2,50 Franken. Rund. Ist der Konflikt, ist der Krieg in der Ukraine. Herzlich willkommen zu dem ZT-Talk-Spezial. Heute kommen wir im Livestream direkt aus dem ZT-Foyer. Ich begrüße hier im ZT-Foyer alle Zuhörerinnen und Zuhörer vor Ort, aber natürlich auch alle die, die irgendwo unterwegs zuschauen oder daheim vor einem Bildschirm sind. Was bedeutet der Konflikt, der Krieg für uns? Ist es eine Zeitenwende? Und wenn ja, wo führt die einen? Über diese Fragen rede ich heute hier im ZT-Talk mit 3 ausgewiesenen Experten. Und ich fange oben am Tisch an, Professor Dr. Francis Schönewall. Er ist Leiter vom Lehrstuhl für politische Philosophie an der Uni Zürich. Seine Arbeitsgebiete umfassen vor allem Bereich Demokratietheorie, Gerechtigkeit und Ideengeschichte. Ideengeschichte mit Schwerpunkt auf politischen Ideen. Ganz herzlich willkommen, Herr Schönewald. Guten Abend. Frau Silvia Sasse, sie ist Leiterin vom Slawischen Seminar an der Uni Zürich. Sie hat dort den Lehrstuhl für slawische Literaturwissenschaft. Ihre Forschungsgebiete sind unter anderem russische Literatur. Hat auch mal in St. Petersburg und Moskau studiert. Herzlich willkommen, Frau Sasse. Guten Abend. Und das ist rechts von mir, der Remo Reginold. Der Remo Reginold ist Politikberater und Co-Direktor vom Swiss Institute for Global Affairs. Den heutigen Tag Special führen wir übrigens in Zusammenarbeit mit Ihrem Institut. Schwerpunkt von Ihnen, unter anderem Geo- und Sicherheitspolitik. Ganz herzlich willkommen auch hier in Zofingen, Herr Reginold. Besten Dank. Guten Abend. Ich möchte einfach mal anfangen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber vor rund 2 Wochen bin ich einfach das erste Mal aus allen Wolken gefallen. Wie ist es Ihnen gefallen? Ist jemand hier am Tisch nicht aus allen Wolken gefallen? Eine schöne Wahl. Also ich bin nicht aus allen Wolken gefallen, weil die US-amerikanische Regierung hat ja angefangen, das Klassifizieren von Geheimdienstinformationen und hat das immer angekündigt, dass das so wird ablaufen. Quasi das Playbook schon erklärt, bevor es losgegangen ist. Und die historische Erfahrung vorher hat gesehen, dass der russische Präsident Putin zu allem fähig ist, in Syrien, in Georgien, in Tschetschenien. Also es ist in dem Sinn, für mich ist es nicht überraschend gekommen. Und überraschend für mich ist plötzlich so eine grosse Empörung, die vorher nicht stattgefunden hat, wenn sie auch hätte stattfinden sollen. Das hat mir eigentlich auch ein bisschen zu denken gegeben. Aber leider bin ich nicht aus allen Wolken gefallen. Sie, Frau Sasse, auch nicht? Ja, genau, mir geht es auch so, dass ich eigentlich nicht aus allen Wolken gefallen bin, weil man, glaube ich, ganz gut beobachten kann, schon seit sehr vielen Jahren, die Radikalisierung von Putin im eigenen Land, also die Repressionen gegen die russische Bevölkerung, die haben schon angefangen so um 2007, 2008. Und man konnte diese Spirale sehr gut beobachten, also wie repressiver das geworden ist. Ich finde, man kann auch schon sehr gut seit vielen Jahren beobachten, wie die russische Regierung, also auch die Partei von Putin, international die russische Rechte, nicht die russische Rechte, also die auch, aber die internationale Rechte unterstützt, zum Teil auch fördert. Das beobachte ich auch seit einigen Jahren mit Angst, das ist vielleicht übertrieben in dem Moment, aber trotzdem bin ich beängstigt darüber. Und dann der dritte Punkt, man kann sehen, dass er natürlich 2014, wir haben vielleicht nicht richtig hingeguckt die ganze Zeit, oder? Das ist der Punkt, den Sie auch gerade angesprochen haben. Also der Krieg ist ja schon da. Der hat ja nicht erst begonnen. Natürlich jetzt nicht in dem Ausmaß, aber die Annexion der Krim und auch die Unterstützung der Separatisten in der Ostukraine
war da. Es sind 13.000 Menschen schon seit 2014 in der Ostukraine gestorben. Also das ist vorhanden gewesen, oder? Herr Reginald, Sie auch nicht aus den Wolken, aber sind wahrscheinlich der Einzige, weil Sie diese Situation viel besser beobachtet haben als ich. Um die Dramaturgie vielleicht jetzt doch in das Gespräch hineinzubringen, ich bin ein bisschen aus der Wolke gefallen, um da ein bisschen eine Gegenposition zu bringen. Aber natürlich, es war ein Krieg mit Ansage. Oder der Einfall dort, ich glaube auch, wir müssen präzisieren, es ist, der Krieg ist schon länger real existierend da. Sicher 2014-15, aber ich würde sogar noch weiterführen gehen. Aber der Einfall, der hat mich dann doch überrascht, an dem 24. Ich meine, die britischen wie die amerikanischen Geheimdienste haben das, der Münchner Sicherheitskonferenz unter anderem auch schon kommt da. Es wird jetzt kommen, aber viel kann ja auch Propaganda sein, auch auf unserer Seite. Aber dass es dann doch passiert ist, hat mich dann an dem 24. doch für ein Moment verknüpft. Aber ja, nur ganz schüch. Vielleicht können wir mit Ihnen anfangen, ein bisschen einordnen. Und ich habe ja den Begriff aus der Wolke fallen gebraucht, weil ich möchte auf einen Punkt hinweisen, den man in den letzten Tagen auch immer wieder erwähnt hat und wo zur Sprache kam. Es heisst, der Westen sei verwacht, sei erwacht. Heisst immer wieder. Hat der Westen die putinsche Macht und Expansionsgelüste und den Hunger unterschätzt, völlig unterschätzt? Schwierig. Jein. Man weiß nicht immer so recht, was wo wie laufen tut. Man hört offizielle Statements, aber das passiert in einem Staatsapparat, der ja nicht nur aus irgendwelchen Regierungsexekutiven besteht, sondern aus ganz vielen anderen Teilapparaten, wie zum Beispiel Nachrichtendiensten. Durchaus auch dort Bewegungen, die kontradiktär laufen. Also dort, ich würde sagen, es Krieg mit Ansagen, wenn man genau hingeschaut hat, aber vielleicht hätte man nicht genau hinschauen. Das Element meinst du aufzunehmen. Ja, und es gibt ja auch schon Etappen davor. Also er hat ja vor, ich glaube, es war ein Jahr, so eine Art Geschichtsstatement verfasst, auch publiziert worden in der deutschen Presse. Und da hat er schon ganz genau im Grunde beschrieben, dass aus seiner Perspektive die Ukraine gar keine Existenzberechtigung hat. Und wenn man sich diesen Text jetzt im Nachhinein anschaut, dann sieht man auch, dass der bereits versucht hat, eine Realität zu setzen. Viele haben versucht, den zu interpretieren, aber es geht ja gar nicht um Interpretation oft. Er ist ein Geheimdienstmann, Putin, ne? Der hat eine strategische, eine operative Politik gewissermaßen, die Schritte setzt. Und dieser Text über die Geschichte, die gemeinsame Geschichte von Russland und der Ukraine, war wie ein Schritt schon. Um praktisch diese Begründung, diese absurde Begründung der Entnazifizierung der Ukraine gewissermaßen vorzubereiten. Oder? Das sind Beobachtungen, die ich sehr wichtig finde, dass man eben auch die Versuche der Interpretation, der Desinformation, die ja seit Jahren existiert. Also wir hören diese Begründungen auch innerhalb von Russland ja seit Jahren. Wer Kritikerin ist oder Kritiker des politischen Systems, wird der Russophobie beschimpft. Ne? Also man versucht, eine politische Kritik in eine Kultur oder in eine ethnische Kritik gewissermaßen umzumünzen, was wir auch weltweit kennen. Das ist nicht Orban zum Beispiel macht das, Trump hat das auch gemacht. Das sind so Schritte, die waren sehr massiv, die konnte man sehr gut hören schon. Reginald, Sie haben ja auf der Homepage vom Institut ein Kurzessay publiziert. Wie sich jetzt werdet, Ihrer Meinung nach, die geostrategischen Kräfte aufgrund von dem verschieben. Vielleicht können Sie uns eine kurze Zusammenfassung von dem geben. Klären Sie uns doch aus Ihrer Sicht einmal die wichtigsten geopolitischen Verschiebungen. Und ich frage natürlich dann ganz konkret, was bedeutet das für uns hier in der Schweiz, im Aargau, in Zofingen? Wenn nicht ganz so einfach sein, aber ich versuche es. Ich versuche es. Vielleicht drei Elemente haben wir dort versucht aufzugreifen. Es waren ja mehrere Essays gewesen, oder es waren auch Medienmitteilungen gewesen, bis zu einem gewissen Grad. Drei Schwerpunkte. Geopolitical Probing, das zweite Spillover-Effekts und das dritte, ich sage es jetzt mal, eine Enttabuisierung vom Krieg. So, vielleicht ganz kurz zu diesen drei Blitzlichtern. Geopolitical Probing, also ein Versuchen, geopolitische Optionen auszuloten. So deuten wir ein bisschen, bis zu einem gewissen Grad den Krieg, den wir jetzt gerade erleben. Und die Nachricht, die der Putin eigentlich gesagt sendet, ist gar nicht zwingend. Also, ich würde jetzt behaupten, und da lassen Sie mich die Zuspitzung zu, nicht an die Ukraine gerichtet, auch wahrscheinlich nicht auf Europa hinzielend, sondern Amerika und die Welt. Also sprich in der Form von, was
für neue Optionen bestimmt plötzlich? Gibt es neue Allianzen? Also sprich mit anderen Worten, erfordert das westliche liberale Ordnungsmodell, Demokratiemodell raus und versucht, eine Alternative aufzubauen. Und jetzt verstehen Sie mich richtig, was wir dort Ihnen sagen, das heisst nicht Russland im Zentrum, sondern Russland als ein neuer Player mit anderen Mächten, die da könnten, eine Rolle spielen. So viel ganz kurz vielleicht zu dem geopolitischen, sagen wir mal, Herausforderungsspiel. Das zweite, Spillover-Effekte, ist ein Thema, jetzt, wo man trotz dem Fokus auf die Ukraine immer wieder vergessen tut. Das passiert halt ganz vieles nebenzu noch. Also Spillover im Sinne von Überschwappen in andere Sphären, in andere Bereiche. Ich nehme ein Thema, das ist die Ökonomie. Das erleben wir auch zu Zoffingen. Das war Ihre Frage, oder? Sie haben es in Ihrer Anmoderation mit den Preisen, die werden massiv steigen oder schon gestiegen sind. Überlegen Sie sich mal, die Preise steigen nicht nur in Europa und in der Schweiz, sondern auch in anderen Gebieten, zum Beispiel im Mittelmeerraum, wo zum Teil schon sehr stabilisiert sich verhalten tut. Ägypten, Jordanien, Libyen. Also da könnte man noch ganz viele andere anfügen. Und das kann zu internen Verwürfnissen führen. Bis hin zu, wo wir sogar sagen, Aufbrechen von neuen Stellvertreterkriegen. Also ganz, ganz gefährlich. Es schafft aber auch wieder neue Bündnisse. Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate sind plötzlich sehr nahe wieder dran. Es bietet auch ökonomische Optionen. Israel versucht sich plötzlich als neuer Gaslieferant weltweit in Szene zu setzen. Weiter, wenn wir auf die ökonomische Schiene sind und wieder auf Zoffingen möchten kommen, heisst auch, was für eine Energiepolitik wollen wir in der Zukunft? Vielleicht auch ganz schnell, wenn ich mir erlaube, ein Fallbeispiel schnell zu bringen. Wir in Europa haben das Gas und das Öl noch nicht abgestellt. Also wir kommen immer noch. Respektive, wir können es jetzt noch zugespitzter formulieren. Ja. Wir finanzieren damit auch, in Anführungszeichen, den Krieg. Die Amerikaner haben da ganz klar Position bezogen. Eine klare moralische Position. Aber jetzt müssen Sie Realpolitik verstehen. Wenn man genau hinschaut, Amerika ist ein Exportland von Öl, also von Energieträgern. Wir sind fast zu 40% abhängig von dem Gas von von Russland. Und dementsprechend können wir uns die Spiele nicht erlauben. Und was macht jetzt Russland? Russland sagt, okay, wenn ihr jetzt versucht, eure Diversifikationsstrategie respektive Energie neu aufzudenken, heisst das plötzlich auch, dann haben wir vielleicht auch keine Lust mehr auf euch. Also, da sind wir wieder beim ersten Thema, Probing. Wie weit tut sich Europa an Westen respektive Amerika anlehnen? Wie weit versuchen wir, eine eigenständige Position einzunehmen? Wie fest ist das Europa wirklich geeint, wie es jetzt gerade so ein bisschen daherkommt? Das sind so Fragen, die wir mit Spillover-Effekten versucht haben anzuschauen. Und das Dritte, das ist jetzt mehr ein bisschen auf einer operativen Ebene, was wir gesehen haben, ist wirklich die Enttabuisierung von Krieg. Das ist jetzt plötzlich ein realer Fakt. Wir reden nicht nur von Propaganda, wir reden nicht nur von möglichen Narrativen, sondern jetzt ist es wirklich da. Und was wir dort gesehen haben, ist, auf einer militärstrategischen oder militäroperativen Ebene, so müsste ich fast sagen, hat man jetzt nicht nur militärische Elemente, man hat zivile Elemente, oder? Indem man sogar eine Regierung hat, die aufrufen tut, keine Stellungen von den eigenen Leuten fotografieren oder ins Netz stellen. Man hat einen wirtschaftlichen Krieg, in dem amerikanische private Unternehmen plötzlich Satellitenbilder zur Verfügung stellen. Also es gibt eine ganz neue Form von Krieg und Kriegsführung, wo wir auch sehen, wo können die anderen Länder durchaus auch noch einmal. Ich möchte noch einen Punkt herausgreifen, etwas, was uns ja alle zutiefst erschreckt hat, wo dann Putin vor ein paar Tagen plötzlich die Spezialstreitkräfte, hat es glaube ich geheissen, in Alarmbereitschaft versetzt hat, was so viel geheissen hat, eben auch durch eine Art mit den Atomwaffen umfuchteln. Ist auch das Teil von einer ganz gezielten Demoralisierungsstrategie, um sich schon auf dieser Ebene in Position zu bringen? Oder ist das aus dem Konflikt heraus entstanden? Wenn ich mir erlauben darf, jetzt hier durchaus sehr nüchtern zu antworten, das ist Teil des Krieges, das ist Teil der Kriegsrhetorik, das ist Verhandlungsmasse, das ist Strategie. Also man geht einen Schritt vorne, geht einen Schritt vielleicht wieder zurück. Man kommt mit der Atomwaffen als Option, zugleich tut man Verhandlungen in Aussicht stellen. Und wenn man die Militärdoktrin und die erneuerte Militärstrategie der Russen liest, steht in dieser Strategie, respektive auch in der Doktrin, die schon etwas älter ist, man muss eskalieren, um deeskalieren zu können. Steht eins zu eins. Und die Drohung, die Formulierung ist Teil dieser Eskalations- das ist genau von der Eskalationspsychologie. Das Einzige, was mich ein bisschen verwundert, ist halt die Tatsache, dass er so früh mit der schon kommt. Weil viel weiter kann er dann nachher nicht mehr.
Und dass er die so früh schon ist, also ich meine, jeder Verkäufer weiß, man kann noch nicht am Anfang schon das ganze Pulver verkaufen, wenn man etwas verkaufen will. Vielleicht läuft es tatsächlich so sehr schlecht. Herr Schönewald, das oberste auf Ihrem Profil, wenn wir bei der Uni schauen, da Theory of Democracy. Jetzt haben wir ja vor 30 Jahren hat man geglaubt, dass sich Demokratie so als Grundstaatsform oder ein Fehler auf der Welt das glaubt, so wird durchsetzen. Ich erinnere an ein berühmtes Buch aus dem Jahr 1992 von Francis Fukuyama. Er hat die These vertreten, dass sich dann nach dem Zusammenbruch vom Kommunismus der Liberalismus werde durchsetzen, es werde sich langfristig Demokratie und Marktwirtschaft endgültig durchsetzen. Jetzt ist ja wirklich das Gegenteil passiert die letzten Jahre. Und jetzt sehen wir, jetzt passiert, eskaliert das totale Gegenteil. Ist Gegenthese wahr? Herr Schönewald, ist Gegenthese wahr, dass nämlich Demokratie als Staatsform sich langsam auflöst und müssen autokratische Elemente weichen? Also ich glaube, so pauschale Urteile sind beide Thesen am Schluss falsch, oder? Der Fukuyama hat sehr wahrscheinlich auch nicht nur faktisch gemeint, das Ende der Geschichte, das ist ja zweideutig, oder? Das ist dort, wo man eigentlich her will, als Ziel, als normatives Ziel, oder dort, wo man faktisch herkommt. Und er hat einfach behauptet, dass dort, wo Repression und Schranken weggehen, die Leute eine Tendenz haben zu freiheitlicheren System und demokratischeren System. Also wenn ihr noch eine Grenze auftut, dann müsst ihr einfach schauen, in welche Richtung gehen die Leute. Und das ist eine Abstimmung mit den Füßen, oder? Und in dem Sinn sind eigentlich auch globale Flüchtlingsbewegungen, wenn man schaut, woher gehen die. Die gehen eigentlich tendenziell in System oder Fukuyama eben zu dem eher liberalen, demokratischen Weltteil zählt. Natürlich ist es nicht eine lineare Entwicklung her zu diesem System, aber das hat er gemeint. Oder? Das ist nicht einfach eine faktische Aussage über das Ende der Geschichte und jetzt sind wir im Paradies angekommen. Das ist, glaube ich, nicht so gemeint. Demokratie, wenn man die Geschichte anschaut, ist immer gekommen und wieder gegangen und hat sich entwickelt und in verschiedenen Kontexten. Ich würde sagen, was jetzt passiert, ist eher natürlich so etwas wie eine Gegenbewegung, oder? Weil man hat jetzt eigentlich die sogenannte geleitete und also Demokratie à la Putin, die ist jetzt definitiv entlarvt als letztlich eine Form von Autoritarismus und tendenziell Faschismus. Und auch andere, die in dieser Richtung sind gegangen, die müssen sich jetzt eigentlich entscheiden, oder? So ein Orban und andere. Die können jetzt nicht mehr quasi im Fahrwasser von dieser neuen Demokratieform à la Putin weiterfahren. Die sind eigentlich ins andere Lager gekommen. Also, und auch in Europa hat sich die Reihen geschlossen. Das ist das, was immer passiert, wenn liberaldemokratische Systeme so grundsätzlich bedroht werden durch faschistische oder andere autoritäre Systeme, dass eigentlich die Bewegungen innerhalb tendenziell gestärkt werden. Und das ist das, was ich im Moment auch wahrnehme. Und ich glaube noch, ich bin nicht sicher, oder? Putin hat sich verkalkuliert. Es gibt ja den Spruch, oder? Die gute Nachricht ist, der Putin ist in eine Ecke gedrängt. Und die schlechte Nachricht ist, der Putin ist in eine Ecke gedrängt. Weil man nicht genau weiß, was er jetzt macht. Und aber das macht es ja auch so unberechenbar. Das macht es unberechenbar, aber in der Wahrnehmung von der Weltöffentlichkeit, wenn man den Begriff brauchen will, ist das, was dort passiert. Und quasi die unbeteiligten Beobachterinnen und Beobachter, die nehmen ja die eindeutige Partei für die Ukraine. Das bedeutet, sie nehmen Partei für Selbstbestimmung, für Demokratie, für eine so eine Gesellschaftsform wieder. Der Zelensky jetzt im Moment dafür steht und seine ganze Entourage. Und das ist eigentlich eine Stärkung, oder, von dieser... Also, dass die westlichen Demokratien als Form eher gestärkt aus dem Konflikt rausgehen? Also sicher, was... Dass die Reihen, die sich schliessen, schon eine Form... Es gibt eine Klärung vom Demokratiebegriff, oder? Also in den Köpfen der Leute. Dass die sogenannte Demokratie à la Putin, à la Orban und so weiter keine ist. Und das stärkt eigentlich das Gesellschaftsmodell. Und unseres, also unseres, ja. Also ich meine, Ganze, wenn wir in die Schweiz gehen, was bedeutet das jetzt so auf Demokratie, theoretischer Überlegung für die Schweiz, für unsere Demokratie? Also für unsere Demokratie glaube ich im Moment gerade nichts, weil das ist ja nicht die Stellung, die irgendwie nicht zur Debatte. Die Frage ist, wie wir darauf reagieren. Wie stark wir bereit sind, solidarisch zu sein
oder etwas wehtut. Oder? Das, genau. Das ist sicher der nächste Punkt. Da oder? Beim Benzinpreis. Also, genau. Ich meine, die Schweiz hat die Sanktionen noch gezogen gegen Russland. Das haben viele kritisiert, vor allem von Seite der SVP. Auch der Christoph Blocher hat das kritisiert. Man kann sagen, er hat natürlich einen gewissen Punkt ins Feld geführt, dass es möglicherweise nicht schlecht wäre. Irgendwann sitzt man wieder an den Tisch. Die können die Schweiz eine Rolle spielen. Mhm. Also die Schweiz kann auch sonst eine Rolle spielen. Oder? Ich meine, wenn man schaut, wer so jetzt gute Dienste angeboten hat, Israel und so weiter. Es ist nicht nötig, solange die Schweiz nicht die militärische Neutralität verletzt. Die schweizerische Neutralität ist rein völkerrechtlich im engeren Sinn eine rein militärische. Die völkerrechtliche Neutralität der Schweiz. Und die werden dann verletzt, wenn die Schweiz sich an einem Waffengang beteiligt oder Waffen liefert. Das ist ja nicht passiert. Sondern, weil der Konflikt, also was man hier weaponized hat, ist die Ökonomie. Oder? Das ist eigentlich der Westen führt im Moment zwar mit Waffenlieferungen einen Krieg, aber insgesamt einen Wirtschaftskrieg gegen Putin, oder? Gegen das Regime. Und die Schweiz ist dermaßen wichtig wirtschaftlich. Es ist dermaßen viel Geld hier, dass wenn wir uns da nicht beteiligt hätten, hätten wir uns eigentlich auf die falsche Seite gesetzt. Dürfte ich vielleicht da leicht ein bisschen widersprechen? Ich bin mir nicht ganz so sicher, inwiefern wir unsere westlichen liberalen Ordnungsmodelle nicht auch schon ein bisschen aufgeweicht haben. Ich nehme das Beispiel Selenskyj. Der Selenskyj hat, glaube ich, strategisch 3 Misskalkulationen gemacht. Die erste Misskalkulation war, dass er das Gefühl hatte, der Westen würde ihn unterstützen. Zweitens, dass die Ukraine ein Puffer wird sein, sprich eine Pufferzone gegenüber dem eher eben autoritären Regime. Und da haben wir die westlichen Demokratien. Und wenn Ukraine ein Problem wird, dann hat auch der Westen und die liberalen Ordnungsmodelle ein Problem. Und drittens hat er vermutlich die Strategiefähigkeit von Putin oder die Unberechenbarkeit leicht ein bisschen unterschätzt. Und wenn ich die ersten 2 vielleicht schnell nehme, haben wir gesagt, wir machen alles, also da kann ich Biden als Vertreter, als vielleicht grössten Vertreter und mächtigsten Vertreter von dieser westlichen liberalen Welt zitieren. Im April 2021 sagte er, wir werden die Ukraine nicht aufgeben. Aus eben demokratischen, liberalen Ansätzen wird nicht passieren. Passiert ist etwas anderes. Zweitens, also, was ist passiert? Es ist das passiert, was wir immer wieder erlebt haben im Westen. Nämlich die Tatsache, dass man die demokratischen Ideale versucht mitzutragen, aber wenn es ein Herd auf Herd kommt, lässt man sie lokieren. Man sieht es in Georgien, man hat sie mit Waffen geliefert. Aber wenn es darum gegangen ist, dann auch für die Werte einzustehen, ist man dann plötzlich sehr allein gewesen. Taliban dasselbe. Taliban dasselbe, das ist reine Geopolitik vom Feinsten. Wieso haben die Amerikaner die Taliban seit 80er Jahren unterstützt? Afghanistan war keine Bedrohung für die Amerikaner. Es ist einfach, um den Russen eins auszuwischen. Und ich glaube, das Spiel macht er jetzt einfach reverse und versucht, und das ist das, was wir mit Geopolitical Probing meinen, wer macht da wirklich alles mit? Und ich bin nicht ganz so sicher, ob mittelfristig Europa nicht auch versucht, plötzlich sich anfangen neu zu positionieren, mit gerade ein paar eher radikaleren, wie ein Orban, wo der vielleicht plötzlich Opportunities sieht. Vielleicht dann in der Konstellation mit China, Russland. Ich komme gleich auf das an. Ich möchte nur noch einen Punkt noch fragen, auch auf dem Hintergrund von dem, was Sie jetzt gesagt haben. Herr Schönewald, stimmt die These, dass jetzt die Demokratie, Deutschland macht es zum Teil schon, hat schon angekündigt, eigentlich müssen wir massiv aufrüsten. Also ein begründeter Philosoph hat von mir den Satz formuliert, für das Fortbestehen unserer Zivilisation ist also entscheidend, die besten Waffen müssen im Besitz von gerechten und freien Staaten sein. Ist das... Also faktisch ist das, was jetzt diskutiert wird und passiert über Nacht. Also es gibt ja den Spruch, oder? Putin hat es fertig gebracht, über Nacht den deutschen Pazifismus und die schwedische Neutralität zu bodigen. Das ist in dem Sinn passiert, dass jetzt Deutschland da sich plötzlich wieder aufrichtet. Das ist vielleicht auch ein neues Phänomen. Aber die Demokratie hat immer schon die Waffensysteme gehabt und NATO hat es immer schon gegeben. Und jetzt ist sie einfach quasi aus dem Standby-Modus kommt sie jetzt quasi in Aktivierungsmodus wieder. Und das kostet natürlich Geld. Und das führt natürlich auch wiederum zu Verteilungs-
Konflikte innerhalb der Demokratie, das ist Geld, das vielleicht in den Sozialversicherungen fehlt und so weiter. Also wir müssen uns, glaube ich, darauf und da bin ich mit euch überstanden, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass Demokratie unter einen bestimmten Stress kommen, wenn wir den ökonomischen Krieg durchziehen will. Und zwar so, dass es den wehtut, den anderen, dann tut es auch bei uns weh. Es geht einfach nicht ohne den Preis. Und ob unser Gesellschaftssystem quasi den Durchhaltewillen hat mit der Zeit, da bin ich bei euch, das ist jetzt noch nicht in der Karte. Ich kann einfach sagen, man hat über Nacht ökonomische Sanktionen auf die Beine gestellt, wo man im Fall von Iran 2 Jahre lang hat hin und her müssen verhandeln und da sind wieder ein paar ausgeschert und so. Man hat quasi über Nacht das Sanktionspaket gehabt, das so stark ist. Und jetzt reden wir noch vom Ölembargo. Das wäre wirklich noch das Tüpfchen auf mich. Das ist etwas, wo die Reihen geschlossen sind im Moment. Absolut. Also es wird wehtun. Die Verteidigung der Demokratie wird wehtun. Ich würde gerne etwas ergänzen, ja, weil ich glaube, dass etwas aus dem Blick gerät. Wir argumentieren mit so einem monolithischen Westen. Der Westen ist porös. Der Westen ist nicht einfach vorhanden. Ich erinnere nur an Trump. Das hätte auch in eine andere Richtung gehen können. Also da war die Demokratie absolut gefährdet, wenn der in 2 Jahren wieder zur Wahl antritt. Wir sehen ja jetzt, und das ist vielleicht das, was Sie gesagt haben, es gibt im Moment so eine Art Entblößung. Also gerade in der Art und Weise, wie sich Parteien, einzelne Player und so weiter in Bezug auf diesen Krieg, der ein Angriffskrieg der russischen Regierung nicht von Russland ist, finde ich auch wichtig, dass man darauf achtet. Also das wird nicht im Namen des russischen Volkes gemacht. Wir sehen eine neue Konstellation, die sich aber innerhalb unserer Gesellschaften befindet, nicht nur in diesen Blöcken. Ne? Es ist nicht einfach nur Russland und auf der anderen Seite der Westen. Wir sehen, wer zu Putin steht. Und ich glaube, das ist die Gefahr. Oder darauf müssen wir achten, dass dieses Gedankengut, was ja Putin nicht erfunden hat, was ja schon da war, aber diese neue rechte globale Bewegung mit einem faschistischen, ultranationalen und christlich-fundamentalen Gedankengut, dass die von innen her unsere Gesellschaft nicht porös macht. Das finde ich eine ganz wichtige Aufgabe, weil wir sehen jetzt, wie gefährlich das ist. Und wenn man sieht, welche Parteien bzw. welche politischen Kräfte die Regierung in Russland in den letzten Jahren unterstützt hat, FPÖ, AfD, Front National, dann können wir das ganz genau deuten, was da eigentlich los ist. Und ich finde, das ist unsere Aufgabe. Wir müssen auf unsere Demokratie aufpassen. Ja? Und zwar nicht nur von außen, sondern eben auch von innen. Und diese Allianz ist auch da. Ich finde, das ist eine Nebenallianz. Es gibt nicht nur die Blöcke. Ja? Die russische Desinformation versucht seit Jahren gewissermaßen da anzudocken und die Zersetzung gewissermaßen auch der westlichen Gesellschaften mit voranzutreiben. Und das ist etwas, was ich wirklich sehr wichtig finde, mit zu beachten. Was also, ich habe noch ein bisschen zu den Mönchen gehen. Ja, natürlich. Sie haben also wirklich ganz konkret, Sie haben ja studiert in St. Petersburg, genau, und in Moskau. Sie haben Kontakt auch mit Menschen dort, mit Leuten. Erklären Sie, was für uns so schwer einschätzbar ist, wie stark ist denn die Unterstützung in diesem Land für Putin? Auf der anderen Seite respektive, wie virulent sind denn die kritischen Kräfte? Erzählen Sie uns doch etwas von diesen Befindlichkeiten. Was kommt so rein? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, oder? Also die, mit denen ich befreundet bin, die sind natürlich gegen die Regierung. Deswegen ist das gar nicht so einfach einzuschätzen. Sie haben das vielleicht in den Zeitungen in den letzten Wochen gesehen. Es haben sehr viele Studenten, Kollegen aus den Universitäten, Schriftsteller, Künstler haben sich öffentlich geäußert, obwohl sie wissen, wie gefährlich das ist, das im Moment zu tun. Es finden wieder Hausdurchsuchungen statt. Also man kann auch belangt werden für etwas, was man vor 10 Jahren gesagt hat oder was man vor 5 Jahren im Internet verlautbaren lassen hat. Das heißt, die Gefährlichkeit vom Protest nimmt jeden Tag zu. Und dennoch gibt es, und das ist aber leider in Diktaturen und Autokratien immer so, eine sehr geringe Prozentzahl. Deswegen gelingt das auch oft nicht. Also man konnte das ja auch sehen am Ende der DDR. Das heißt, also erst als die Masse auf die Straße ging, ist wirklich etwas passiert. Am Anfang haben wir immer eine Dissidenz von vielleicht 1%. Das ist etwas sehr Ernüchterndes eigentlich in Diktaturen. Und die versuchen, was sie können. Entweder sie bleiben in den Städten, in Moskau und Petersburg, machen kleine, sie nennen das Spaziergänge. Man darf ja nicht demonstrieren. Man geht morgens, verabredet sich auf einen Spaziergang. Oder man versucht,
ich weiß nicht, Aufkleber irgendwo hinzukleben mit dem Wort Krieg, weil das Wort darf ja nicht benutzt werden, oder? Man darf ja nur Spezialoperation sagen. Man schreibt Freunde an, man redet, aber das ist eine kleine Menge, die sich wahrscheinlich jetzt nicht durchsetzen kann. Ich würde sie gerne unterstützen, aber das ist gar nicht so einfach, weil die meisten fliehen jetzt. Haben die Leute auch Angst, um dann mit denen Kontakt zu halten? Also wenn der Austausch kann ja auch, der findet irgendwie statt. Mail, telefonisch oder... Das ist mir jetzt noch nicht passiert. Mhm. Also wir kennen uns schon seit Jahren. Ich habe viele Freunde in Russland, in der Ukraine, auch in Belarus war die Situation vor einem halben Jahr, vor einem Jahr ganz ähnlich, oder mit der Bedrohung auch der Opposition. Aber dann haben wir auf der anderen Seite eine breite Masse, die offensichtlich, wie man im Moment sehen kann, der Propaganda, die massiv ist, also des Fernsehens insbesondere, glaubt. Man kann immer noch sich auch informieren, aber ältere Leute sind nicht im Internet, lesen keine Zeitungen, die sie sonst irgendwo vielleicht bekommen können, elektronisch, sondern die sind Fernsehschauer, Zuschauer. Ne? Also das Fernsehen hat eine unglaublich hohe Macht und dieses Fernsehen ist wirklich reinste Propaganda. Wir haben jetzt diese tollen Bilder gesehen, wo Anonymous das russische Fernsehen gehackt hat und da Kriegsbilder eingestreut hat. Ne? Also alle versuchen von überall gewissermaßen diesen Propagandavorhang etwas zu durchbrechen. Aber bis die breite Masse auf die Straße geht, dauert es. Also das könnte passieren? Oder sind Sie da... Ich bin ein bisschen pessimistisch eigentlich. Mhm. Es ist ein so großes Land, also das müsste eine so große Mobilisierung geben. Und gerade jetzt unter dieser Gefahr, wer rausgeht, könnte dann für 15 Jahre eingesperrt werden. Man muss sich das vorstellen. Ich finde, man kann auch nicht von hier sagen dann, warum geht ihr denn nicht auf die Straße? Wir können uns diese Gefahr, glaube ich, nicht vorstellen. Also was das bedeutet, diesen Mut zu haben. Und man darf auch nicht vergessen, es profitieren halt viele auch von der Regierung im Moment. Ne? Also wenn ich da jetzt Fernsehjournalist bin, dann ist das mein Job, dann profitiere ich davon, dafür werde ich bezahlt. Desinformation ist ein großer ökonomischer Faktor, damit kann man richtig gut Knete machen. Ne? Also das sind so viele verschiedene Punkte, die da zusammenkommen und wir wissen nicht, aus welcher Schicht gewissermaßen da jetzt, vielleicht sind es die Oligarchen, die was tun werden. Also irgendwie auch symbolisch ist, wo McDonald's eröffnet hat in Moskau, ja. Ist das um die Welt und jetzt, wo McDonald's schließt, geht das wieder um die Welt. Wie heftig trifft das die Russen da? Also auf die Dauer wird es sich schon treffen. Das Problem ist auch, dass es so ist, dass die Aktivitäten auch der Opposition werden dadurch unterhöhlt, weil es auch darum geht, wenn man plötzlich nicht mehr den Internetzugang mit der Mastercard oder wie auch immer zum Beispiel bezahlen kann, dann ist man abgeschnitten. Oder? Die versuchen jetzt auch viele aus dem Land zu kommen. Aber ich denke, dass diese Maßnahmen, ich habe so etwas noch nie erlebt, also wahrscheinlich noch nie jemand, oder so massive wirtschaftliche Sanktionen gegen ein Land. Mir fällt es schwer, mir vorstellen zu können, welche Folgeeffekte das noch hat. Also man sieht jetzt so die ersten Effekte, aber was das tatsächlich in einem halben Jahr bedeutet oder in einem Vierteljahr, finde ich persönlich sehr schwer einzuschätzen. Es ist immer die Frage, wird dadurch, dass man zum Beispiel McDonald's schließt, werden die Russen sagen, ja, der Westen ist ja genau so, wie man ihn uns erzählt. Und zwar furchtbar, genau. Oder werden sie sagen, okay, das ist richtig, weil anders funktioniert es nicht. Es muss was passieren. Die Leute müssen aufgeweckt werden. Beides gibt es. Also beides habe ich gehört. Ja. Ne? Deshalb glaube ich, dass man muss sich überlegen, wie bezahlt dieses russische System quasi ihre eigenen Systemleute. Mhm. Und wenn man dort den Geldhahn zudrehen kann und dann kommt der Lohn nicht mehr zum Polizisten, dann passiert was, glaube ich. Deshalb glaube ich, müssen wir, also eben, man kann viele, es gibt diesen Begriff der Smart Sanctions, die sind meistens nicht so smart wie der Begriff selber, weil es immer diese Ambivalenz gibt. Aber ich glaube, Öl wäre quasi wirklich etwas, wo man kein Öl mehr abnehmen aus. Kein Öl, kein russisches Öl. Ja. Das würde quasi die Finanzierung eben nicht nur des Kriegs, sondern des ganzen Regimeapparats unterhöhlen. Und das könnte, und dann könnte es natürlich intern so etwas wie Putschbewegungen geben. Es braucht natürlich zunächst vielleicht, also die Masse ist ein Szenario, das andere Szenario wäre so im internen Kreis,
ein Putsch, weil man sieht, der hat uns hier in die falsche Richtung losmarschieren lassen und den müssen wir jetzt loswerden, den Putin. Also das kann auch passieren. Beziehungsweise wir müssen noch für unsere eigene Zukunft sorgen. Ne? Ja. Also das kommt ja dann auch irgendwann. Ja. Oder auch die Oligarchen sind natürlich ein Faktor. Ja? Also die haben tatsächlich was zu verlieren. Also man darf vielleicht auch nicht ganz vergessen, wir dürfen nicht ganz vergessen. Wir dürfen, glaube ich, mit der Frau Sasse so reden, wie es wohl gewachsen ist. Tut mir leid, ich kann keine Schweizerdeutsch. Man darf vielleicht auch nicht ganz vergessen. Und darum glaube ich eben, Putin und seine Administration, die paar wenigen, die noch oben sind, ich glaube, so unstrategisch ist das nicht passiert. Eben narrativ, propagandamässig ist er schon lange aufgezogen worden. Aber es hat noch ein anderes Moment. Wenn wir jetzt gerade die ökonomische Dimension anschauen und darum nochmals Geopolitical Probing. Jetzt in den letzten Jahren hat die Zentralbank massiv an Reserven, die sie im Ausland hatte, abgebaut, also die russisch, geschaut, dass man dort die Abhängigkeiten nicht mehr hat. Sie haben ein alternatives, ich sage jetzt mal, Zahlungsmodell, MIR, kennen Sie vermutlich, auf Aufbau. Also 80% der Russinnen und Russen haben ein neues, ich sage jetzt mal, Zahlungsverkehrsmittel. Und das ist auch in der Weltöffentlichkeit leicht vorbeigegangen, jetzt kann ich es leider nicht ganz die Abkürzung wiedergeben, es hat ein Alternativmodell zu SWIFT, wo von Chinesen aufgebaut worden ist. Und das wird jetzt ganz, ganz schnell erprobt. Und China, glaube ich, wartet mit neuen Opportunitäten. Respektive, wenn wir jetzt die Inflation erleben, und die wird kommen, auch in Europa, heisst das in Anführungszeichen, die chinesischen Güter werden wieder interessanter. Das heisst, es könnte dort, über die Sanktion, die wir produzieren, schafft man, nochmals Klammer auf, Geopolitical Probing, ökonomisch neue Opportunitäten. Und ich glaube, das ist Teil auch von dieser Verhandlungsmasse. Das wird gespielt. Das wird gespielt. Ja, ja. Kann ich noch etwas schnell sagen? Natürlich. Ich glaube, das stimmt. Der Putin hat es im Moment fertiggebracht, die chinesische Aussenpolitik in Geiselhaft zu nehmen, wie man sagen kann. Aber langfristig ist es natürlich umgekehrt. Oder? Mhm. Er wird quasi zu einer Puppet von China. Und er wird zu dem Kreis, wenn er überhaupt das Regime kann halten kann, gehört es zu dem Regime, wo China jederzeit den Stecker ziehen kann. Und eigentlich, wo letztlich, also rein geopolitisch haben wir es ja nicht mit Russland zu tun, sondern eigentlich mit China, wo irgendwie noch unter dem Schirm von Russland, wo unter dem Schirm von China ist. Aber völlig eigentlich abhängig. Und diese Abhängigkeit, ich glaube jetzt, ich kann nicht für die Russinnen und Russen reden, aber ich habe das Gefühl, es gibt so eine Mittelschicht in der russischen Grossstadt, die für westliche Firmen geschaffen hat, die in den letzten 30 Jahren sich stark verwestlicht haben. Die wollen sich nicht in eine Abhängigkeit zu China begeben. Das ist nicht in denen ihrem Playbook, was sie mit ihrem Land machen wollen. Ja, ja. Und das wird auch nicht ohne Widerstände gehen. Aber es läuft auf eine Abhängigkeit von Russland von China aus. Und die Frage ist am Schluss, was denn die Opportunitäten sind. Wenn dann Tencent oder Alibaba dann vielleicht doch auch interessante Opportunities oder Huawei anbieten, dann ist dann vielleicht halt doch der Arbeitgeber in Shanghai, oder? Naja, und ich meine, der China wird ja jetzt auch nicht das Risiko eingehen, das Spiel mit dem Westen zu verderben. Oder also mit dem Westen, den ich selber jetzt gerade in Frage gestellt habe. Also da ist Russland keine Alternative. Insofern wird das interessant sein, wie China sich verhält, oder? Das ist ein Risiko. Es könnte ja auch sein, dass der Westen sagt, ich habe jetzt auch mal Haltung gegenüber China. Das ist auch eine schwierige Situation, die da auf China zu kommen vielleicht. Ich vermute schwer, China wird jetzt sich zurücklehnen mal und schauen, was passiert. Und mal schauen, wie der Westen sich, eben, wenn wir das jetzt so zurückbringen, sich von da positionieren. Mir hat gerade schüsst bevor, ich sage mal, das hat 2014 ein bisschen eskalieren, hat China schön auch angefangen, Lateinamerika für sich, gerade so ein bisschen die autoritären Staaten auch von sich einbinden. Seit 2022 haben wir jetzt ein Agor für 2 Jahre mit durchaus eben Venezuela, Nicaragua, Kuba, wo man versucht, durchaus da Alternativen aufzubauen. Darum bin ich durchaus, also ich teile absolut Ihre Meinung. Also Russland wird Junior-Partner sein. Aber es ist vielleicht eine andere interessante Option. Und etwas, was oft auch jetzt gerade in unseren Medien komplett aus Rach gelassen worden ist, an dem 24. Februar, wo der Einmarsch passiert ist in der Ukraine, zum gleichen Zeitpunkt tut der Putin, der Imran Khan, nach Moskau einladen. Imran Khan, der Premierminister von Pakistan, ein Land, das extrem, wie soll ich sagen, komplizierte Beziehungen hatte, historisch. Aber der Laternen Imran Khan, seit über 30 Jahren, glaube ich, kein Premierminister mehr eingeladen nach Russland ein. Ich meine, das ist, wie soll ich sagen, besser, das kann man es, glaube ich, nicht demonstrieren, weil Pakistan, das ist
Pulverfass in Südasien. Also, Indien hat historisch gute Beziehungen zu Russland. Pakistan, Indien sind Erzfeinde. Indien ist mit China in einem speziellen Verhältnis. Pakistan ist sehr gut seit Neuestem auf China anzusprechen. Also ich glaube, irgendwo diese Zeichen dürfen wir nicht ganz außer Acht lassen. Und am Schluss, wer zahlt denn den Lohn? Oder? Denn am Schluss ist es dann gleich den Huawei. Vorher war es dann Silicon Valley und jetzt ist es dann Huawei letztlich. Ich möchte noch auf einen Konflikt ganz konkret zurückkommen in der Ukraine. Und ich habe eine Frage aus dem Publikum von Roland Meyer, der fragt, was meint eigentlich der Putin genau mit Entnazifizierung nach 77 Jahren? Können Sie uns das erklären? Ja, das ist einfach ein Propagandaspin, ein Desinformationsspin. Ne? Also gleichzeitig gewissermaßen faschistische Bewegungen fördern und die anderen, gegen die man kämpft, als Faschisten zu bezeichnen. Das ist eine Ungeheuerlichkeit, insbesondere wenn man im Hinterkopf hat, dass die Ukraine mit 100.000 Überlebenden aus dem Holocaust, Bevölkerung, die eigentlich größte Bevölkerung der Überlebenden aus dem Holocaust in ganz Europa hat, der Präsident, wie wir wissen, Jude ist. Das ist ein unglaublicher Affront. Ja, und er versucht gewissermaßen damit, von sich selbst abzulenken. Es ist ein politisches Prinzip. Also ich nenne das immer die Umkehrung ins Gegenteil. Genau, und die anderen dessen zu bezichtigen, was man selber ist. Das macht er in ganz verschiedener Weise. Er spricht die ganze Zeit von Reaktion. Sie tun so, als würden sie nicht agieren. Dabei sind sie diejenigen, die gerade die Aggression machen. Lavrov sitzt da vor dem nicht vorhandenen Publikum in Genf und spricht, da müssen wir weiter reagieren. Also es gibt so Signalwörter, die die ganze Zeit gewissermaßen diese Verkehrung verdeutlichen und die obszönste Verkehrung ist tatsächlich diese Entnazifizierung. Das bringt offensichtlich alle Köpfe der Soldaten, die den Angriffskrieg vor Ort führen. Das scheint mir... Das ist eine gute Frage. Es gibt ja inzwischen einige, die auch überlaufen, oder? Also das ist auch noch ein anderer Faktor, auf den man hoffen kann. Die sind dahin geschickt worden, also nicht in den Krieg, diese jungen Leute, ne? Sondern praktisch zu einem, wie nennt man das, Aufmarsch, Probe ist nicht das richtige Wort aus dem Theater, Sie wissen, was ich meine, eine Übung, genau, zu einer Übung. Die sind auch aus allen Wolken gefallen, dass sie jetzt praktisch im Krieg sind. Ja, also das ist auch noch eine andere Kraft, die er vielleicht nicht einkalkuliert hat, weil er damit gerechnet hat, der Westen wird sich nicht wehren, wie vielleicht 2014 bei der Krim. Und jetzt durchzuhalten, also militärisch durchzuhalten, das ist auch ein Risikofaktor. Genau, und ein anderes Wort, das Putin auch noch, also das Entnazifizierung, das andere ist Genozid. Oder? Er sagt, im Donbass ist ein Genozid und er quasi ist wie eine humanitäre Intervention, nachher der Spin, oder? Man reagiert, man hat ja, also man hat quasi auch völkerrechtlich jetzt bestimmte Berechtigung zur Verhütung und Verhinderung von Genozid. Und wiederum, es ist genau umgekehrt, oder? Also, was jetzt passiert und vielleicht noch wird passieren, wenn das so weitergeht mit der ganzen eingekesselten und von Versorgung abgeschnittenen Populationen von Millionen Städten. Das ist also, wenn man die Genozidkonvention liest von 1948, ist genau typifiziert, was Genozid ist. Und all das, was der Putin jetzt macht, passt zu dem. Aber er braucht den Begriff quasi defensiv, einfach für er probiert einfach den Diskurs umzupolen. Ja. Aber ich glaube, also das ist dermaßen eklatant falsch, dass es der Schuss, glaube ich, hinten rausgeht. Das kommt in den Köpfen nicht mehr an. Das wäre meine These. Das ist, wenn ich behaupte, das Glas steht jetzt nicht da, oder? Und alle sehen es. Es ist so offensichtlich. Es ist einfach offensichtlich evident, dass es nicht so ist. Und darum, glaube ich, geht der Spin nicht auf. Aber er probiert es natürlich und es wird weitergehen. Aber eigentlich ist es umgekehrt. Und wenn man das ernst nimmt, wenn das wirklich... Also, die Frage ist auch, was ist eigentlich unsere moralische Reaktion? Was ist unsere adäquate Reaktion? Er hat die Neutralität angesprochen. Wenn jetzt wirklich ein Genozid so weitergeht in der Ukraine und am Schluss haben wir nichts gemacht, militärisch, werden wir uns vielleicht in 20 Jahren fragen, ist das richtig gewesen? Natürlich will man nicht deeskalieren, man hat Angst vor der Eskalation europaweit. Atombomben und so weiter kommen ins Spiel. Und das begreife ich auch. Und ich glaube, es ist auch richtig im Moment. Ja, nicht deeskalieren, aber es führt uns das moralische Dilemma. Mhm. Weil faktisch ist es eigentlich ein Genozid, also, vor allem, wenn es so weitergeht. Und dann müssen wir uns vorwerfen, ja, wir haben zugeschaut, eigentlich, oder? Wir können uns eigentlich nur dann vorwerfen, wir haben nicht zugeschaut,
wenn wir ein Ölembargo machen, das wäre meine These, also mindestens das. Oder? Weil das wäre ja auch nicht, das würde nicht zu einer militärischen Eskalierung führen. Ja. Ich habe eine ganz gerade Frage aus dem Publikum, was ich glaube, viele Leute fragen, die sich Sorgen machen, wie wahrscheinlich ist es, dass Putin von Atomwaffen am Schluss Gebrauch macht. Man weiss, es gibt ja auch so Sprengköpfe, die, ich sage jetzt mal, relativ beschränkt, Anführungszeichen, Schaden hinterlassen. Also ganz gerade Frage, wie wahrscheinlich ist das? Den Satz lesen. Also der Teil der Irrationalität ist in Krieg immer da. Also die Option besteht, ja. Und eben, das haben sie sehr gut gebracht. Das ist nicht Armageddon, wie man das sich vielleicht gerne so Hollywood-mässig vorstellt, dass dann die Welt explodiert. Das kann sehr gezielt auch passieren. Von dort her, die Option besteht. Aber ich glaube, das wäre dann wirklich Ultima Ratio. Ja, also, ja, ich bin da kein Militärexperte. Es gibt einfach taktische und strategische Atomwaffen. Und es ist wahrscheinlich, dass die strategischen nicht eingesetzt werden, aber die taktischen, die könnten eingesetzt werden. Aber auch da, ich glaube, auch der Einsatz von taktischen Atomwaffen ist einfach das Überschreiten. Also das wäre eine Enttabuisierung, wo, also, oder eine Ungeheuerlichkeit, wo dann wäre der, glaube ich, der Putin definitiv erledigt vor der Weltöffentlichkeit. Aber definitiv auch, es gibt im Moment zum Beispiel noch eine sehr interessante Diskussion in Afrika, wie soll man reagieren, oder? Und ich verstehe die afrikanischen Länder, die sagen, ja, warum sollen wir jetzt da Partei ergreifen? Sollen wir nicht einfach unsere nationalen Interessen als afrikanisches Land vertreten? Und da brauchen wir zuerst, müssen wir daran denken, wie kommt der Weizen ins Land und wie sind wir Versorgung? Aber wenn natürlich so etwas passiert, nachher, dann werden auch die jetzt da noch vielleicht ein bisschen Interessenpolitik betreiben zugunsten von Putin, die werden sich auch quasi, also da könnte ich mir vorstellen, dass dann nachher moralisch erledigt ist, wenn das nicht jetzt schon ist. Oder? Also. Ich möchte noch einen Punkt schnell zur Sprache bringen, den Sie, Frau Sasse, schon erwähnt haben. Das ist da die Informationsmaschinerie bzw. die Desinformationsmaschinerie, die offensichtlich so extrem erfolgreich ist. Die Frage an Sie und an die Runde, hat die uns eigentlich auch schon infiziert? Also, sagen wir mal so, nicht nur Russland oder nicht nur der russische Geheimdienst betreibt Desinformation, auch wenn das Wort tatsächlich aus Russland kommt. Das ist ein Wort, was Lenin benutzt hat, schon kurz nach der Revolution. Also alle Geheimdienste betreiben in gewisser Weise Desinformation. Aber interessant ist, wie bestimmte Formulierungen tatsächlich in unserem Alltag kursieren, ohne dass wir wissen, dass die Teil auch einer Desinformation... Ja, genau. Also es gibt ja die Auslandspropagandasender Sputnik und RT, die jetzt gerade nicht mehr senden dürfen, aber man kann die noch praktisch per Internet abrufen. Und die haben sich ja die ganze Zeit als zweite Meinung, als alternative Meinung etabliert. Also ein Staatssender tut so, als wäre er Andersdenkender, als wäre er Dissident und Opposition und bezeichnet Deutschland oder Europa als Diktatur. Auch wieder diese Umkehrung. Ja, ein Propagandasender qualifiziert seine eigene Ideologie als zweite Meinung. Und das ist etwas, was durchaus bei uns auch in der Presse angekommen ist, dass wir sehen, dass unter Meinungsvielfalt inzwischen verstanden wird, dass man demagogische oder ideologische Texte publiziert. Also das finde ich etwas ganz Typisches, was man kennt aus der russischen Desinformation, gerade von RT. Oder zum Beispiel der Begriff Andersdenkende, das regt mich immer total auf. Andersdenkende, wer sind das? Wer ist das gewesen? Das war die russische Opposition im Kalten Krieg. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gemerkt haben, inzwischen bezeichnet man auch Corona Maßnahmengegner als Andersdenkende. Also diese Wörter, die schleichen sich so ein, man benutzt die, damit wird Geschichte ausgelöscht und Leute geben sich einen positiven Nimbus, obwohl sie im Grunde Teil einer Verschwörung sind. Und das ist typisch. Ja, ich teile die Meinung, ich würde hinzufügen, dass der Nährboden für die Propaganda da gibt es rechts und links. Oder? Es gibt auch linke Theorien, die sagen, unsere Demokratie ist eine reine Simulation, hinterher regiert das Kapital und so. Und das ist alles nichts wert. Und so, also die Nacht, wo nachher alle Katzen schwarz sind, oder? Die quasi linke Verschwörungstheorie gibt es so. Und das tut sich so in unseren Gesellschaften
aufschaukeln gegenseitig. Man sieht ja auch an diesen Demonstrationen zum Teil beide Seiten. Also ich glaube, der Nährboden ist extrem links und extrem rechts vorhanden für solche Verschwörungstheorien und Umdeutungen von Begriffen. Von manchmal, das Problem ist, dass es so etwas wie Halbwahrheiten ja, sind. Mhm. Niemand will überhaupt unsere Demokratie sein. Vollkommen. Niemand will überhaupt, das Kapital spielt keine Rolle. Und so weiter, oder? Das ist klar. Aber die Frage ist, wie stark tut man es delegitimieren, was wir haben. Wie ist man noch bereit, sagen, doch, insgesamt, wenn man alles in Betracht zieht, haben wir freie und faire Wahlen in der Schweiz. Und den Rest wissen wir, was alles schiefläuft, das wissen wir und was wir besser machen und so. Aber man kann einfach nicht sagen, es sei eine Diktatur. Oder? Und wenn man sagt, weil das ist wirklich immer die Nacht, wo alle Katzen schwarz sind, und dann sind wir eine Diktatur, der Putin ist eine Diktatur und China ist eine Diktatur, und dann können wir nicht mehr unterscheiden. Und es ist im Moment ein Kampf um das Unterscheidungsvermögen in den Köpfen der Leute. Das kann ich nur teilen. Also, als promovierter Semiotiker, ich finde das natürlich sehr nahe, das Thema, und gerade die Sprache kann sehr, sehr mächtig sein. Ich möchte vielleicht noch ein anderes Element vielleicht ins Spiel führen, das vielleicht viel profaner ist. Aber der Hinterbau ist ganz, ganz wichtig. Wenn man jetzt auch die Berichterstattung im Westen anschaut, westliche Staaten, vielleicht die deutschsprechenden Staaten, ist es doch sehr, in Anführungszeichen, ich erlaube mir das jetzt zu sagen, Ukraine-lastig. Auch so ein bisschen quasi das Narrativ von Zelensky mit seiner Social Media oder mit seinen Twitter und seinen Videobotschaften. Das sind Bilder, die wir gerne sehen. Also bestärken ihn auch dorthin. In dieser Form von, wir dürfen ja nicht vergessen, die NATO hat auch ein East Stratcom. Strategische Kommunikation ist ja auch eine Form von Propaganda. Also wir haben dort das Narrativ ganz stark auch übernehmen. Das ist das Narrativ, das uns entsprechen tut. Das ist modern, das ist vorgeschritten, oder? Und dann der Putin, wahrscheinlich provoziert er es vielleicht sogar mit seinen inszenierten Shows, die er da liefert, wo er da irgendwie an einem ellenlangen Tisch hockt. Ich glaube, der provoziert das wortwörtlich bei den Leuten aus oder bei uns auch vor allem, so ein bisschen das Kontrastbild. Mhm. Und was man jetzt ganz konkret zum Beispiel sieht, ist jetzt in der Berichterstattung, ist, alles ist auf das Kiew ausgerichtet. Wann wird Kiew eingenommen, also jetzt militärisch? Das ist immer in der Berichterstattung drin. Man hört ehemalige Brigadegenerale, irgendwelche NATO-Generale zu dem Kiew-Positionen. Aber wenn man es jetzt so ein bisschen aus einer militär-operativen Ebene anschaut, passiert etwas noch viel Wesentliches. Und das passiert im Süden, Südosten. Weil die drücken es extrem schnell über Krim vor und auch sehr erfolgreich, aber von denen hört man fast nichts. Und wenn man genau hinschaut, ich glaube, und auf das läuft es raus, militärtaktisch, fangen sie an, jetzt die strategischen Knotenpunkte in Angriff nehmen. Sprich Häfen, sprich aber auch gewisse Gaspipelines, aber auch gewisse Atomkraftwerke. Und von dem hören wir hier im Westen nicht allzu viel. Es ist also immer wir sind auch in einer Bubble gefallen. Wir sind vermutlich auch irgendwo in einer Bubble. Ist eure These, dass der Krieg, dass es Russland doch am Gewinnen ist und dass es nicht so viel Problem haben, wie wir das möchten, gerne hätten? Unter anderem, ja. Ich habe ein paar Sachen angeschaut. Ein gewisses Grundverständnis von Militärstrategie habe ich. Und wenn ich die generell höre, hat man immer so das Gefühl, man hat die Ukraine in 2-3 Tagen eingenommen, wenn man es richtig macht. Man darf nicht vergessen, die Ukraine ist das zweitgrösste Land flächenmässig nach Russland zu Europa. Das ist gigantisch. Und zu einem militärischen Eingriff gehört immer, dass man mit Unabwägbarkeiten muss schaffen, dass man mit Rückschlägen muss schlafen. Aber das ist, wenn man jetzt genau von oben hinschaut, ist das nach heerestaktischen Lehrbüchern wird das vorgemacht. Und darum glaube ich nicht, dass sie so schlecht dran sind. Und wir hören dann bis zu Informationen, habe ich letztens auch gehört, man hat bis dahin nicht die ganze Armee mobilisiert, die Russen, aber jetzt haben sie sie. Und dann tut das bei den Leuten in den Köpfen umgeistern, jetzt ist die ganze russische Armee auf der Ukraine. Nein, eine Armee ist ein Teil von einer Streitkraft. Und das ist ein ganz kleiner Teil von der Russen. Aber in den Köpfen bei uns gehen dann so Bilder ab, wie jetzt sind alle Russen auf das Ukraine fixiert. Überhaupt nicht. Also, und so sehen wir schon den Putin auf eine linke Kraft. Vielleicht teilweise. Ich würde es nicht absolut, aber teilweise vielleicht auch. Aber ich teile Ihre Meinung nicht, dass wir auch in einer Bubble gefangen sind. Also man muss sich ja ganz kurz vorstellen, was passiert. Dass die Berichterstattung auf die Ukraine konzentriert, das ist vollkommen klar, weil da ist der Krieg
oder? Und was ich jetzt empfunden habe in den letzten Wochen, wenn ich eingeladen war zu solchen Diskussionsabenden, wir sprechen eigentlich nur über Russland. Wir sprechen überhaupt nicht über die Ukraine. Und das stimmt einfach nicht. Es gibt eigentlich eher eine Fixierung auf geopolitische Fragen oder auf Putin. Dass journalistische Berichterstattung sich auf die Ukraine konzentriert, das ist vollkommen klar, weil es muss berichten aus dem Kriegsgebiet. Oder? Und ich sehe auch keine Desinformation in dem Sinn. Also Propaganda ist ja noch was anderes, Kriegspropaganda. Da geht es ja darum, natürlich sich nicht als verwundbar darzustellen. Oder? Das ist plötzlich eine ganz andere Logik, die da passiert. Aber ich finde die Presse eigentlich eher ausgewogen, wie sie berichtet. Ich bin überrascht, dass sie viele Stimmen aus Russland, aus der Ukraine, viele Experten jetzt holt, um dieses Problem praktisch journalistisch zu bewältigen. Also ich bin eher positiv überrascht. Ich finde, es gibt manchmal Missinformationen, manchmal ist irgendwie was schlampig gemacht. Aber es gibt keine, und darum geht es ja, keine strategische Desinformation, die es seit Jahren gibt, die auf etwas Bestimmtes hinausgeht. Ich finde, das ist ein wirklich großer Unterschied. Und das ist aber bei Putin zu beobachten. Das ist eine strategische, seit langem angelegte Desinformation mit all diesen Wortapparaten, die wir gehört haben, zum Beispiel. Ja, genau. Das kommt ja schon lange. Werden ja auch die eigene Opposition wird ja auch als faschistisch. Also wenn sie nicht als russophob bezeichnet wird, dann als faschistisch. Also dieses Wort kursiert in Russland schon lange. Es hat dort auch schon jegliche Bedeutung verloren. Das ist an uns adressiert. Das ist besonders an die Linke im Westen adressiert, weil sie ihre Solidarität mit der russischen Opposition, mit der belarussischen Opposition nicht einhalten soll. Sie soll eben nicht solidarisch sein. Also es ist an diejenigen adressiert, eigentlich, die empfindlich sind, zu Recht empfindlich aufgrund der zunehmenden antisemitischen Vorfälle in Europa oder weltweit. Und dann fragt man sich, ne, ist da nicht was dahinter? Und Putin beschäftigt einen die ganze Zeit damit. Ich finde, das ist so ein Zeitfresser. Wir sind die ganze Zeit damit beschäftigt, alles wieder umzudrehen. Ja, alles wieder zurückzudrehen, weil immer die gleichen Fragen kommen. Und so kann man praktisch gar nicht nachdenken darüber, was tatsächlich passiert, weil man diese Propaganda, diese Desinformation immer zurückdrehen muss. Und das ist auch so eine Beschäftigung. Ich habe eine ganz einfache Frage an Sie drei. Sie beschäftigt sich akademischer Ebene mit dem Konflikt und mit dem Aufbau von dem Konflikt. Wo holen Sie Ihre Informationen? Schöne Frage. Was lesen Sie? Welche Newsfeeds? Ich besuche Veranstaltungen natürlich, so viel ich kann, wo Experten und Expertinnen auftreten. Und dann, sehr wahrscheinlich so wie alle, oder? Ich bin ein Freund vom Radio, muss ich ehrlich sagen. Und für mich ist BBC Radio, aber nachher auch also das Schweizer Radio, auf der Kanal 4, wo immer, und der CNN, Economist, The New Yorker, Neue Zürcher, also die Schweizer Presse, so gut es geht, und zum Teil auch die Welsche. Aber ich habe auch beschränkt nur Zeit. Aber jetzt ist es natürlich so, dass man im Moment so ein bisschen, sehr viel Zeit für das aufwendet und vielleicht seinen Job nicht mehr ganz so. Also ich sollte eigentlich mehr wissenschaftliche Artikel lesen, als im Moment lesen. Aber das ist halt so die Presse, wo man schaut. Und, Es kommt darauf an, was ich wissen will. Oder wenn ich wissen will, wie Propaganda funktioniert, dann lese ich die Izvestia oder die Pravda oder gucke mir den ersten Kanal in Russland an. Das ist natürlich ein Vorteil, dass Sie das können lesen. Klar, ja. Aber man kann das auch hier machen, wenn man dann zum Beispiel RT liest. Dann kriegt man auch mit, wie das funktioniert. Wenn ich wissen will, was in Russland tatsächlich passiert, dann gucke ich mir die Seiten von Medusa an. Das ist eine unabhängige Zeitschrift. Oder was man empfehlen kann, wenn man kein Russisch kann. Es gibt ein wunderbares Projekt, Decoder heißt das. Das sind ehemalige Slawisten, die wie so eine Nachrichtenagentur gegründet haben, wo sie Texte direkt aus dem Ukrainischen, direkt aus dem Belarussischen, direkt aus dem Russischen übersetzen, die in den Medien dort kursieren, in den kritischen Medien. Das ist eine unglaublich gute Informationsquelle, das ist sehr zuverlässig. Und ich finde, gerade wenn man sich über den Krieg informieren möchte, seit 2014, dann kann man sich auch mit Literatur beschäftigen, weil die ukrainische Literatur unglaublich genau beschrieben hat, was passiert. Oder auch ukrainische Filme oder ukrainisches Theater. Also die haben sich sehr dokumentarisch gewissermaßen mit dieser Situation beschäftigt. Also ihr solltet mehr ukrainische Literatur lesen, um zu wissen, was dort losgeht, die Szene beobachten, statt westliche Presse. Oder die kann man auch lesen. Okay. Ich bin überhaupt keine Gegnerin westlicher Presse, das ist völlig in Ordnung.
Also ich würde glaube generell sagen, mehr Literatur lesen. Okay. Über die Literatur kann man Völker, kann man Kulturen, kann man Geschichte verstehen. Also nicht, nicht nur die ukrainisch, also generell. Aber jetzt glaub, ganz konkret Ihre Frage. Ich weiß nicht, ob Sie abzielen, ob ich das Zofinger Tagblatt jetzt erwähnen soll. Nein, wie kommen Sie zu Ihrer Analyse? Also wir haben einerseits, wie es der Herr Schönewald auch gesagt hat, wir haben unsere Quellen. Wir gehen halt noch ein bisschen weiter. Wir müssen sie auf eine Art auch ein bisschen professioneller machen bei unseren Statements. Und was ich seit dem Studium einfach mache, ist, wenn man so Sachen analysiert, dann sollte man wirklich so gut es geht die Weltpresse lesen. Sofern man sich kann. In den unterschiedlichen Sprachen. Wir haben bei uns ein paar Leute, die auch unterschiedliche Sprachen können und können so Informationen zusammentragen. Man hat so die grossen Medientitel gehört. Ich glaube, ich muss ihn nicht erwähnen. Vielleicht Financial Times wäre vielleicht eine interessante Option. Die ist sehr, sehr stark, hat auch ein grosses Korrespondentennetz. Aber was ich würde ganz schwer darauf setzen, ist, man sollte vielleicht mal indische. Also es gibt ja viele englischsprachige indische Medientitel, japanische, sehr interessante Medientitel anschauen. Das ist ein Teil, den ich vielleicht noch ergänzen könnte. Was bei uns noch dazu kommt, ist, bei uns kommt die Arbeit von der OSINT dazu. Open Source Intelligence. Also das heisst, quasi Informationen aufbereiten und Informationen auch verstehen, wo jenseits auch nur vom Gesprochenen daherkommt. Also sprich, Bilder gehören dazu. Das Element kommt bei uns natürlich noch zusätzlich hinzu. Und da haben wir natürlich noch unser Netzwerk von anderen geopolitischen Analysten, wo man sich austauscht, wo man mal unter anderem auch mal vielleicht mal. Und gerade in anderen Ländern ist ja das noch viel, viel stärker, dass die Thinktanks und die geopolitische Analyse viel, viel stärker auch verlinkt ist, zum Beispiel mit Regierungsstellen. Weil ehemalige, ich sage jetzt mal Regierungsbeamte, zum Teil sehr hohe Regierungsbeamte, bis zu Staatssekretären, sind dann plötzlich Thinktank-Abteilungsleiter. Dort ist ein Informationsfluss, der noch viel, viel länger ist, als wir sie haben. Und wenn man ab und zu ein bisschen dort mithören oder auch mitdiskutieren, ist das sehr interessant. Das ist bei mir jetzt ganz persönlich halt noch bedingt, weil ich stark im anglosächsischen Raum auch wissenschaftlich geschaffen habe und habe dort meine Kontakte. Das wäre noch vielleicht noch eine weitere Ergänzung. Darf ich noch was hinzufügen? Ja, weil es wirklich wichtig ist. Forschung kann man lesen. Also wenn man sich zum Beispiel unsicher ist mit der Frage, wie hoch ist der Anteil von Neonazis in der Ukraine? Da gibt es Forschung seit Jahren dazu, wo man dann sicher sein kann, dass das nicht so bedrohlich ist, wie das dargestellt ist. Nicht anders als bei uns. 2% der Bevölkerung hat nur für rechte Parteien gestimmt. Das muss man sich vorstellen, also gerade jetzt vor diesem Vorwurf. Also es gibt viel Forschung zu all diesen Themen, die uns bewegen, und die ist vorhanden, und zum Teil kann man die auch im Internet finden, weil die online ist. Herr Schönewald, ich habe eine Frage aus dem Publikum von Elisabeth Hofmeier. Sie fragt, kann in Putin der finanzielle Schnauf wirklich ausgehen, irgendwann mal bei diesen gigantischen finanziellen Kosten, die der Krieg verursacht? Also, Sie haben das auch eingangs erwähnt. Das Allermindeste, was die Schweiz muss machen, sind die Sanktionen durchziehen. Also, geht ihm der Schnauf aus? Oder kann er das sehr lange durchziehen? Eben, es kommt darauf an, wie China reagiert, wie viel Unterstützung kommt und wie stark wir bereit sind, solche Sanktionen zu ergreifen, die uns wehtun. Dort, glaube ich, könnte man den Schnuff schon ausgehen, sonst glaube ich nicht. Sonst ist es schwierig, also sonst gibt es so eine Grauzone. Aber das stütze ich mich einfach auch noch auf einen Expertenbericht, den ich selber gelesen habe. Das ist in der Forschung wird das echt so gesagt. Ja. Ich kann es vielleicht noch ein bisschen zuspitzen. Die Frage ist vielleicht auch Frau Hofmeier, wie fest sie noch ein warmes Bett will. Ich meine, die Energiekosten. Ja, ich meine, was auch noch interessant ist, oder, ist echt, man kann das Szenario sich überlegen, ist das jetzt ein Boost für unseren Energiewandel? Mhm. Oder ich meine, wir haben jetzt erst zwei Gesetze abgelehnt, weil wir keinen hohen Benzinpreis haben wollen. Den haben wir jetzt mittlerweile mehrfach sowieso. Und eigentlich kann man sich ja überlegen, die werden natürlich die Investitionsrechnungen, die sehen plötzlich ganz anders aus, oder? Bei dem Ölpreis. Also, und wie wir nachher reagieren darauf, das wird sicher ein Thema sein. Aber eben, die Frage ist ja wegen Geld haben. Also, es ist wirklich ein ökonomischer Krieg vom Westen, glaube ich, mehrheitlich im Moment. Und zwar ohne Präzedenzfall, glaube ich. Die Sanktionen so in dieser gebündelten Form und dieser geschlossenen Form, wo man wirklich probiert, alle Kanäle zuzutun, die hat es so noch nicht gegeben. Und, was mich immer erstaunt, Russland hat eine Ökonomie, die ist ungefähr gleich gross wie die spanische, wenn man das GDP anschaut. Oder? Wenn es keine Atomwaffen hat und kein Erdöl und Erdgas, wäre Russland so bedeutungsvoll
und bedeutungslos wie Spanien geopolitisch, könnte man sagen. Oder? Darum, die ökonomische Kraft von Russland ist wirklich beschränkt. Und wenn man ihre Ressourcen nicht mehr kauft, sind sie wirklich ökonomisch an die Wand drängt. Und dann wird es eben gefährlich, wenn eine Atommacht ökonomisch an die Wand drängt, wie reagiert sie? Aber, Szenario würde ich gerne mit Ihnen noch etwas anschauen. Und etwas, was ja auch uns so bedrückt ist, dass man das Gefühl hat, es gibt noch schlechte Optionen. Also man schaut die Berichterstattung an, man hat irgendwie wieder den Eindruck, der Ausweg ist wie verbaut. In der Ukraine leistet man Widerstand, der Krieg wird blutiger. Putin und die russischen Truppen werden wohl nicht aufhören, eher im Gegenteil. Also es gibt irgendwie nur schlechte Optionen. Was ist die beste von allen schlechten Optionen? Der Adrian Bohrer, der im Publikum sitzt, hat das so formuliert: Ist Putin überhaupt noch die russische Regierung für ihn zugänglich für irgendeinen Kompromiss und wie könnte das aussehen? Ja. Das ist wirklich die gute Frage. Was ist das Endgame, wenn man so auf Englisch sagt? Und ein optimistisches Endgame, wo der Putin noch dazugehört. Also, wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass man eigentlich stürzen und loswerden will, was ja passieren kann. Ich glaube, die USA hat das Endgame vom Regime Change. Redlich. Und da erwarten wir eine andere Entwicklung. Aber mit dem Putin gibt es sicher die Möglichkeit, dass vielleicht Krim, Donbass plus Neutralität von der Ukraine Verhandlungsmassen ist. Ich weiß nicht, mindestens für einen Waffenstillstand, nicht für ein nachhaltiges Friedensabkommen vielleicht nicht. Also das sehe ich als Verhandlungsmöglichkeit, oder, was auf dem Tisch kann sein kann. Das sind Konzessionen von beiden Seiten. Man hat immer gesagt, man will die Ukraine ganz, man will sie nicht preisgeben. Aber das wird so umgeboten. Oder? Selber kann ich nicht beurteilen, wie realistisch das von beiden Seiten ist, dass man das akzeptieren kann. Das wäre es, wenn es verhandelt. Öffnet das nicht eben Tor und Tür? Das ist eine andere nochmal eine Frage aus dem Publikum. Also völkerrechtlich wäre das natürlich ein absoluter Wahnsinn, ja, weil das einen Präzedenzfall schafft und Nachahmungen provoziert. Das eine ist rechtlich Perfektionismus und das andere ist eben die politische Verhandlung, wo man natürlich Sachen muss in Kauf nehmen, die man gar nicht will. Und, aber eben, das ist nur ein Szenario. Das ist überhaupt nicht etwas, das ich auch nicht jetzt würde ich verteidigen. Dazu bin ich gar nicht... Das Szenario ist jetzt gerade verhandelt worden, vor 3-4 Stunden. Und ja, das ist im Moment auf dem Tisch. Oder? Ja, und der Lavrov hat ganz klar gesagt, nicht. Und das ist ja auch wieder wahrscheinlich die Taktik, oder? Um Zeit wieder aber zu gewinnen. Die Frage ist, wie schlimm, also, wenn es in einer bestimmten Form weitergeht, kommt vielleicht Russland darauf zurück und dann muss man sich, fragen, sind wir bereit, so ein Verhandlungsresultat zu akzeptieren, mindestens für einen verwaffneten Stillstand. Das wäre ja noch nicht das Gleiche, wie man es würde akzeptieren als Friedensabkommen, das jetzt neue Grenzen völkerrechtlich festlegt. Nein, aber zum Aushandeln von einem Waffenstillstand für einen Genozid und eine absolute humanitäre Katastrophe zu verhindern, ist das vielleicht das Szenario, also eben, gespielt nicht sehr stabil, vielleicht langfristig. Ja, oder? Also das Minsk-Abkommen hat gezeigt, dass es nicht, also als Fallbeispiel. Und nicht klar. Die heutige, das, was man heute rausgespürt hat, ist jetzt auch mal die erste Verhandlungsrunde gewesen, weil der Zelensky hat jetzt so viel Zugeständnis, oder in die Waagschale rühren. Oder? Also die Neutralität ist plötzlich, wo er gemerkt hat, NATO ist jetzt vielleicht doch nicht die Option. Und dann hat er das mit den autonomen Regionen, oder eben, muss ich aufpassen, dass ich es richtig sage, oder eben diplomatisch richtig, hat er auch in die Waagschale geworfen. Und dann hat jetzt Russland auch zurück... gesagt, hat kein Interesse. Es kann durchaus sein, dass es wieder kommt, irgendwann, in einer späteren Situation. Aber so wie ich es jetzt sehe, ist Russland viel mehr dran, weiter zu eskalieren. Absolut. Und ich meine, mehr kann man ja gar nicht in die Waagschale werfen. Das ist ja absolut undenkbar. Und es wird jetzt irgendwie klar, denke ich doch sehr in den letzten Tagen, dass Russland an der gesamten Ukraine interessiert ist und nicht einfach nur an der Krim und den Separatistengebieten. Und ich meine, das ist natürlich völlig inakzeptabel. Und was ist das beste aller schlechten Szenarios? Ich weiß es nicht. Ich finde, mir fällt keins ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich sehe da keins. Und ich denke auch,
die Gefahr besteht ja auch, dass sich Russland an die Vereinbarungen nicht hält, ebenso wie an das Minsker Abkommen sich nicht gehalten wurde, oder? Also das ist ein absolut unzuverlässiger Partner, der pokert, der provoziert. Und das ist, glaube ich, die Gefahr. Wir wissen nicht, wie wir uns, man weiß nicht, wie man sich verhalten soll mit einem solchen Partner, den man im Grunde nicht ernst nehmen kann mit diplomatischen Mitteln, weil er die permanent verletzt. Ja. Das Problem ist, es gibt eben eine weitere Unbekannte, und da würde ich jetzt vielleicht doch noch die Figur Biden ins Spiel rühren. Auch er ist bis zu einem gewissen Grad ein unzuverlässiger Partner. Weil, ich darf mal eins zitieren, im April 2021 hat er Zelensky versprochen, wir stehen dir bei. Ja, die Frage ist natürlich, wie. Also, sie stehen ihnen ja schon bei, einfach nicht mit direktem militärischem Eingreifen. Ja, im Sinne von, wir geben die Ukraine nicht auf. Ich glaube, müssen wir eins nachher genau nachschauen, wie das Zeit hat. Wir werden euch nicht aufgeben. Aber eben, klar. Aber oder wenn man das so deutet, dann läuft es eigentlich darauf aus, dass es nur so lange muss gehen, bis der Putin weg ist. Und das, und ist man bereit? Und zu welchem Preis? Oder, kann man das erreichen? Das ist, genau, und dann stellt sich wieder die Frage, inwiefern, ich meine, vieles deutet in den letzten Tagen darauf hin, dass das politische System sehr stark von ihm regiert wird, oder inwiefern ist diese Regierung gewissermaßen so durchsetzt von dieser operativen Macht, auch über den Geheimdienst, dass das gar keinen großen Wechsel bedeutet. Ja, weil da genügend andere da sind, die in diesem Sinne weiter regieren würden. Ich glaube inzwischen, dass er wirklich auch isoliert ist. Ich hoffe sehr auf eine Porosität gewissermaßen in der Regierung selber. Viele sind nicht bereit, so weit zu gehen, weil sie auch ihr eigenes Leben weiter planen müssen. Da geht es ja dann plötzlich um die eigene Biografie, die nicht mehr mit ihm geht. Ja, man braucht auch selbst praktisch Auswege aus dieser Situation. Also man hat es schön gesehen, auch in der Corona-Pandemie, ist er auch sehr stark auf sich allein zurückgezogen gewesen. Er hat noch so zwei Ehrfalken um sich herum gehabt, die ihn noch beraten, und viel mehr hat er nicht mehr zu sich zugelassen. Ein schönes Beispiel ist der National Security Council Meeting, also von den Russen intern, wo er ja den Auslandsgeheimdienstchef quasi vorgeführt hat, ich weiß nicht, ob er das gesehen hat, wie ein Schulbub. Also nein, das ist nicht das, was wir hören wollen. Und dann noch eine Spritze, also wirklich wie ein Schulbub. Und ich glaube, die Idee war dort ganz klar. Ich glaube, das ist jetzt nur eine Vermutung. Die amerikanischen Nachrichtendienste sind sehr stark gewesen. Die haben immer gewusst, was der nächste Schritt ist. Mhm. Und er sieht, oder hat vermutet, was ich stark, dass der russische Auslandsnachrichtendienst geleakt ist, respektive dort unsichere Quellen hat. Und ich glaube, das ist rein auch dort gegenüber seinem Apparat. Das ist rein Zuckerwatte-Peitsche. Und ich glaube nicht, dass er einen Nachfolger aufbaut. Absolut nicht. Gibt's nicht. Also kann man auch nicht sehen. Oder er inszeniert sich ja jetzt gerade, das ist das, was Sie gerade gesagt haben, als absoluter Alleinherrscher. Ne? Also dieses Degradieren der unmittelbaren Und er hat sich immer als Bursche oder inszeniert. Ich bin total gesund. Das macht er schon lange. Dieser Maskulinismus, das ist ja auch etwas, was auch gerade verschiedene konservative Bewegungen in der Welt toll finden. Mhm. Ne? Ich möchte langsam zum Schluss kommen. Ich habe noch eine Frage vom Publikum, die ich aufnehmen möchte, wegen dem Öl. Ist der wirtschaftliche Schaden für Europa oder für Russland langfristig grösser? Sind wir bei dem Punkt? Es muss wehtun. Ja, also ich bin nicht Ökonom, das müssen wir ökonomische Experten fragen. Wer da genau welchen grösseren Schaden nimmt. Ich glaube schon, in dem Maß, dass wir quasi ein Portfolio haben von Energieträgern und Russland auf Gedeih und Verderben doch von Öl- und Gasexport abhängig ist, sicher für das Regime zu finanzieren, würde ich meinen, dass wir der Westen, also die, die sich an diesen Sanktionen beteiligen, am längeren Hebel sind. Aber das ist meine Einschätzung, nicht, das ist jetzt keine ökonomische Expertenmeinung. Eine gewisse Hoffnung, wir sind am längeren Hebel. Also die Frage ist immer, wie ökonomisch, oder? Also, was heisst alles ökonomisch, oder? Also, kommt es vielleicht auch zu einem Strukturwandel? Könnte ja vielleicht auch noch interessante Optionen ausloten, wie fest wir für so einen Strukturwandel auch resilient sind. Und das könnte auch mittragen. Also, ich würde jetzt rein nicht nur einfach auf Einnahmen und Ausgaben reduziert haben. Ich glaube, es ist eben noch ein bisschen mehr als nur jetzt gerade GDP oder BIP. Aber das ist im Gang, der Strukturwandel, oder, bei uns. Also, ich glaube, die Situation wird uns noch ein ganzes Weile beschäftigen.
so wie man das nach dem Gespräch, glaube ich, definitiv als so ein bisschen Fazit kann festhalten. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, Frau Sasse, Herr Schönewall, Reginald, dass Sie auf die Zofingen gekommen sind, für Ihre Einordnungen, für die Einschätzungen. Super spannend gewesen. Ganz herzlichen Dank ins Publikum für die Fragen. Ganz herzlichen Dank an denen, die daheim oder unterwegs das verfolgt haben. Last but not least danke ich noch meinen Kollegen im Hintergrund, Joel Dreier, Jan Nerne, Adi Gabertühl, Janine Müller und Mige Stalter. Und ich habe noch zwei Hinweise, die sehr gut an die Veranstaltung von heute anschliessen. Nämlich am 23. Mai veranstaltet das Institute for Global Affairs in Zofingen, hier in Zofingen. Gell, Sie, Reginald, ich sage es richtig, eine Veranstaltung zum Thema Informationskrieg und Propaganda. Und dann am 28. Juni sind wir wieder hier im ZT-Foyer mit dem Thema Cybersicherheit. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei. Ganz herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden vom Lindenhof Oftrigen mit seinem professionellen Catering-Service und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Lindenhof Oftrigen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event. Wir wissen das nicht. Das ist alles spekulativ.